Herzlich willkommen zu unserer neuen Andacht mit Herz und Mund. Die Sommerferien fangen diese Woche an, die kommende Woche. Und letzte Woche haben wir Schülerinnen und Schüler aus unserer Lindenschule ausgeschult. Thema des Abschlussgottesdienstes war diese verschiedenen Stationen im Leben. Wege, die wir einschlagen, Brücken, die wir überqueren müssen. Und die Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich wichtig? Und das passt jetzt gerade zu dieser Zeit, passt auch zu diesem Sonntag. Denn die Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wo will ich hin? Welche Wege schlage ich ein? Die stellen wir uns ja immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Angefangen morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir uns fragen, schminke ich mich nicht? Was will ich eigentlich zum Frühstück? Tee oder Kaffee? Brötchen oder Toast? Oder doch Müsli? Und dann der Weg zur Arbeit. Was sind eigentlich meine Aufgaben heute? Wen treffe ich? Wo habe ich Freiheiten? Das ist jeden Morgen. Oder wenn ich zur Schule muss, was ist eigentlich heute auf dem Plan? Jeden Tag treffen wir auch diese Entscheidung, neu dahin zu gehen und diese Wege zu gehen. Für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt die Schule verlassen haben, war halt die Entscheidung, will ich in die berufliche Bildung Tobi von den Rothenburger Werken oder ins Lernzentrum in die Lernwerkstatt von der Lebenshilfe oder ganz woanders hin, will ich doch noch einen Versuch, ein bisschen mehr Schule zu machen und noch einen Hauptschulabschluss zu machen. Wir alle wissen, der Weg von der Schule ins Arbeitsleben ist immer aufregend. Und manchmal merkt man auch, das passt nicht so ganz. Ich glaube, ich muss hier nochmal abbiegen. Muss ich nochmal von vorne anfangen, ganz was anderes? Oder kann ich das, was ich schon gelernt habe, nutzen und einfach eine Abzweigung nehmen und ein bisschen was anderes machen? Und wichtig ist die ganze Zeit auf diesem Weg, und das merke ich jetzt in meinen fast 45 Jahren immer wieder mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, all das geht nicht allein. Es ist immer so wichtig, dass Menschen da sind, die zuhören, Menschen, die einen ermutigen, die sagen, egal welchen Weg du einschlägst, ich bin da. Ich begleite dich, ich unterstütze dich. Ich muss es nicht immer verstehen, warum, wieso, weshalb, denn manchmal spricht es das Herz, das sagt, es geht so nicht, es muss anders werden. Und dass immer jemand da ist, ist so wichtig. Und auch wichtig, wenn man merkt, es geht nicht und vielleicht auch mal eine Pause machen muss, dass da jemand ist, der dann auch zuhört, der einfach auch da sitzt und mit dir schweigt und überlegt. Es gab in meinem Leben auch so eine Situation, wo ich wirklich dachte, boah, so geht's überhaupt und gar nicht weiter. Und wenn ich mich anders entscheide, weiß ich nicht, ob ich meine Wohnung halten kann, weiter bezahlen kann. Und da muss ich mir dann, wie mein Vater auf mich reagiert hat, der gesagt hat, Katrin, völlig egal, wie du dich entscheidest. Du weißt, in unserem Haus ist immer ein Bett für dich und wir haben immer was zu essen für dich. Und mir wird schon wieder ganz warm ums Herz, weil das hat mir damals so eine Sicherheit gegeben, zu sagen, ich probiere das aus. Ich gehe den neuen Weg, ich mache das. Und ich habe es geschafft, sonst wäre ich heute nicht hier. Und diese Sicherheit, dass mein Vater da ist, meine Eltern, und dass ich immer dort einen Platz habe und jederzeit zurückkommen kann, ist so wichtig. In der Bibel gibt es auch so eine Geschichte. Wir sind ja hier in einer Andacht. Klar kommt dann irgendwann dieser Punkt. Und diese Geschichte ist genauso wichtig und sagt genau das, die vom verlorenen Sohn. Da ist einer, der sagt, Papa, ich muss mich auf den Weg machen, hier ist nicht mein Platz. Der kriegt sein Startkapital von Papa mit und geht los. Und er merkt dann irgendwann, er hat anders gelebt als gedacht. Er hat all das, was er mitgekriegt hat, irgendwie aufgebraucht. Ihm ging es gar nicht mehr gut. Und er ist mit einem schlechten Gefühl zurück, aber er ist zurück zu seinem Vater und er wurde mit offenen Armen empfangen. Es wurde sogar ein Fest für ihn gefeiert, dass er wieder da ist. Und er durfte dort wieder ins Haus einziehen und dort wieder sein Zuhause nennen. Er musste nicht als Knecht arbeiten. Er hat bestimmt viel arbeiten müssen. So war das damals, aber er durfte zurückkommen. Und diese Geschichte ist eine Bildgeschichte, die uns was zeigen soll, die uns sagen soll, wie Gott ist.
dass auch Gott, egal welchen Weg wir gehen, egal wie weit wir uns von ihm entfernen, wir dürfen jederzeit zu ihm zurückkommen und er nimmt uns mit offenen Armen wieder auf und er begleitet uns. Er ist für uns da. Finde ich eine ganz große Stärke. Jetzt ein, mit mir zu beten. Vor dem Segen werde ich einen Augenblick Stille haben, wo ihr eure eigenen Bitten noch sprechen könnt, laut oder in eurem Kopf und vor Gott bringen könnt. Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns immer begleitest und dass du uns mit offenen Armen immer wieder aufnimmst. Danke, dass wir auch immer wieder die Wahl haben, zu schauen, welcher Weg passt, immer wieder neue Optionen haben, ob wir links oder rechts gehen wollen, ob wir nochmal umkehren wollen. Du bist da und du bist und begleitest uns und nimmst uns in deine Arme. Gott, wir bitten dich für Menschen, denen es nicht so gut geht, die gerade schwere Zeiten vor sich haben und ganz schön kämpfen müssen. Wir bitten dich, lass sie spüren, dass du da bist und dass Menschen an ihrer Seite sind, die sie auch in den Arm nehmen und für sie da sind. Amen. Amen.
Und jetzt geht in diese neue Woche, in der demnächst die Ferien anfangen und das Hurricane auch bald hier ist, mit dem Segen. Gott segne und behüte euch. Er sei bei euch. Bei jedem an jedem Tag, bei jedem Schritt, bei jeder Begegnung. Und er schenke euch seinen Frieden. Amen.